Hallo. Hi, good afternoon. Are you feeling okay, or should I call the doctor? You can barely keep in the lane. Could you please concentrate up at the front there? This is unacceptable. Thank you.
Nächste Haltestelle, Kamhafen Bauernhof. Nächste Haltestelle, Fudenitz Schule. Schönen guten Tag. Good afternoon. Hallo.
quality. Are you feeling okay, or should I call the doctor? You can barely keep in the lane. Hallo. Guten Tag. Der hat ja wohl voll einen an der Pfanne. Hallo. Hallo. Afternoon. Moin. Or should I call the doctor? Idiot. You can barely keep in the lane. Afternoon. Da sitzt uns Speedy Gonzales höchstpersönlich hinterm Steuer. Nächste Haltestelle: Camping Fudenwald. He must have won his driving license in the lottery. Could you please concentrate on driving like his job? This is unacceptable. Why is he so angry? I paid for a bus journey, not a boat to drive. I'm going to call the police. Thank you. Wenn Sie jetzt nicht anständig fahren, dann rufe ich die Polizei. Da besteht ja eindeutig der Verdacht, dass Sie Drogen konsumiert haben, so hektisch wie Sie sind. Let me off at the next stop. I'd rather get a taxi. At least then I'll... Hallo. Nächste
Nächste Haltestelle, Falkenruh. The bus driver is really grumpy. That's enough. Please let me off right now. I'm going to make a complaint. Right, I've taken note of your number and the time. Now you or whoever can pay for my taxi. The bus driver is really grumpy. Können Sie mal vernünftig fahren? Der fährt ja wie eine besenkte Sau. The bus driver is really grumpy. Der fährt ja wie eine besenkte Sau. Nächste Haltestelle, Geierhude. Nächste Haltestelle, Falkenruh. Nächste Haltestelle, Geierhude. Afternoon. Nächste Haltestelle, Rateln am See. Hello there. Hi. Afternoon.
Moin. Hi. Bus driver so annoyed. Hallo. Hi. Nächste Haltestelle, Schlossweg. Hey, wie der fährt. Hallo. Nächste Haltestelle, Schlegelgrund. Dieser Bus endet hier. Bitte alle aussteigen. Erste Stunde Fahrschule ist ja nichts dagegen, ne?